Wir haben ein paar positive News und ein paar negative News rund um Genshin Impact und deren Announcements. Davor wollte ich aber sagen, die erste negative News ist, dass ich leider morgen den 4.5 Livestream nicht live ansehen kann, weil ich viel aktuell auf der Arbeit zu tun habe, aber trotzdem kommt heute der zweite Part von Honkai Impact 3. Und natürlich möchte ich den mir zusammen mit euch anschauen, deswegen bin ich heute Abend live, twitch.tv/sonius ab 21 Uhr und wir schauen uns das neue Honkai Impact 3 an, also das Spiel, das von miHoYo, aka HoYoVerse, vor Genshin Impact da war und immer von denen geliebt wird und das jetzt ein komplettes Redesign erhält. Das finde ich super, 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 super spannend und habe definitiv Bock, dort reinzuschauen. Das Negative allerdings von meiner Seite aus ist, Genshin Impact versucht mir meinen Job zu nehmen. Mein Job als YouTuber und meine Begeisterung für Genshin Impact. Nein, nicht die Begeisterung für Genshin Impact, aber trotzdem das, was ich mit meinem Channel ja sehr viel mache. Und das ist Guides und Hilfen für neue Figuren an euch rausgeben. Denn Genshin Impact möchte immer mehr die Hand hinhalten für neue Spieler in Genshin Impact, um ihnen das Leben natürlich einfacher zu machen. Das ist ein komplett logischer Step, aber das machen sie jetzt besonders mit dem nächsten Update, das kommen wird, was sowohl seine positiven, besonders für die neuen Spieler, als auch seine negativen Seiten hat, nicht nur für mich als Sicht als YouTuber, sondern aus der Sicht des Gamers, sage ich mal, für Genshin Impact. Doch, was meine ich damit? Schauen wir uns dafür einfach mal gemeinsam die neueste Fragerunde an, die ich grundsätzlich immer super, super spannend finde, mir anzuschauen, dadurch, dass wir hier viele Infos dazu kriegen, woran die Entwickler gerade sitzen, bezüglich Quality of Life, also außerhalb von Figuren, neuer Maps, Story und ähnlichem. Diese Entwicklerrunden beziehen sich immer darauf, was für Quality of Life Changes in Zukunft kommen sollen. Und dadurch, dass immer mehr solcher Fragerunden kommt, heißt es, dass sie immer mehr darauf achten, dass wir mehr Quality of Life in diesem Game kriegen, was ich grundsätzlich auch wieder sehr, 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 sehr positiv von Genshin Impact finde, dass sie sich endlich darum bemühen, auch uns Quality of Life zu schenken, auch wenn es so ein bisschen die andere Quality of Life ist als das, was sich viele hier auf YouTube wünschen, was ich mir selber wünsche und natürlich viele, die dieses Video schauen. Aber schreibt gerne einmal am Ende dieses Videos rein, was ihr von dieser Quality of Life haltet, denn es geht darum, das Bauen von Figuren in Genshin Impact einfacher zu machen. Das ist ziemlich einfach erklärt, meine Meinung dazu am Ende, denn es gibt jetzt eine Anleitung zur Verbesserung von Figuren, die ihr besitzt. Bedeutet, man kann hier auf so eine neue Page gehen und sich da seine eigenen Figuren der aktuellen Party reinziehen und dann seht ihr direkt in die Übersicht, ey, deine Shanyun ist absolut powerful, sie ist super, super gut, wow, du hast alles richtig gemacht mit immer noch hier, man sieht es so gleich, ein Potenzial, um sie noch besser zu machen, aus der Sicht von Genshin Impact. Und bei den anderen Figuren, ey, guck mal, die ist nicht ganz so gut, hier hast du noch voll viel Potenzial und deine Lisa, die steht quasi gerade erst am Anfang, was machst du eigentlich, gönn ihr mal ein bisschen Liebe, dann drückt man hier auf den Enhance-Button und kriegt auch Tipps dazu, wie man die Figur besser machen könnte, damit die hier quasi weiter nach oben aufsteigt und noch besser bewertet wird. Das ist natürlich schwierig zu sagen, was jetzt eine gute Bewertung ist und was eine schlechte Bewertung ist. Das haben sie noch nicht zu 100% gesagt. Grundsätzlich natürlich hohes Level, hohe Talentlevel, als auch ein hohes Waffenlevel und Artefakte auf Level 20 sind so das, was Standard ist, was auf jeden Fall bewertet wird. Ich weiß noch nicht, wie Artefakte, Sets, Mainstats und ähnliches bewertet werden. Besonders, wenn wir da drauf schauen. Denn, ja, das ist genau das, was ich meinte. Wenn man auf seine Figur schaut, kann man sehen, ey, deine Waffe für deine Figur ist bereits fertig. Du kannst aber noch ein bisschen an den Artefakten arbeiten, an den Talenten arbeiten, an dem Character-Level arbeiten. Barbara ist noch nicht Level 90, die Artefakte sind noch nicht plus 20 und 5 Sterne und deine Talente sind wahrscheinlich noch nicht Level 10 oder ähnliches. Da geht noch was nach oben, um deine Figur zu verbessern. Und dann versuchen sie dir auch dabei zu helfen. Das heißt, man kann dir jeden einzelnen Tab anklicken. Und wenn ich jetzt auf Character Level klicke, dann komme ich hier hin und sehe, ey, um mein Character Level zu erhöhen, muss ich noch ein bisschen den Boss farmen. Muss ich eventuell auch diese blauen Steinchen mir holen? Muss ich vielleicht, ja leider noch, diese Pilze holen? Das war damals das Nervigste im Monster. Ich erinnere das ganz genau, weil das viele Charaktere brauchten. Und wahrscheinlich noch ein paar Sammelschulz töten. Und dann bin ich fertig, kann meine Figur enhancen, kann sie aufs nächste Level bringen und kann sie dann auf Level 90 machen. Also eigentlich schon mal grundsätzlich ein netter Change, wenn man das sieht. Für alle, die noch sehr anfängerfreundlich in Genshin Impact sind, bedeutet diejenigen, die wirklich nur dieses Spiel komplett chillig spielen und sich null selber informieren. Denn das ist eine Information, die kriegt man einfach heraus. Eine Information, die man ein bisschen weniger einfach herausfindet, ist dann hier die Waffenempfehlungen, die gemacht werden. Und die werden gemacht abhängig davon, was andere Spieler tragen. Also hier sowas wie Prototype Armor, Favonius Codex, als auch hier Overworldly Story.
für Normal Usage Rate, Medium und High. Okay, ich weiß nicht, wie Raum hier keine 5-Sterne-Waffe mit einspielen, wahrscheinlich, weil keiner eine 5-Sterne-Waffe auf Barbara spielt. Aber grundsätzlich ist das halt, was andere Leute spielen. Prototype Amber, ganz logisch, kann man spielen. Wird sogar ein Icon dafür angezeigt, was ziemlich cool ist. Und deswegen auch logisch, dass das ein bisschen höher bewertet wird. Beziehungsweise, wie gesagt, es kommt drauf an, was andere Spieler am häufigsten verwenden. Das wird hier angezeigt und obwohl die Waffe Level 90 ist, die man trägt, und dass du nur auf Platz 2 ist, wird trotzdem gesagt, ey, mit deiner Waffe bist du fertig. Wie gesagt, es kommt auch sehr stark auf den Spielstil drauf an, aber dazu gleich noch ein paar Worte, warum ich dieses System sowohl positiv als auch negativ finde. Denn das nächste sind die Artefakte. Da wird auch gesagt, ey, gönn dir ein paar 5-Sterne-Artefakte. Und das spielen übrigens andere Spieler. 4er-Heal-Set, 4er-Heal-Set oder WL22. Das benutzt die meisten auf deiner Barbara als kleine Empfehlung, was du auf deiner Barbara spielen solltest. Und zu guter Letzt natürlich die Talente. Sortiert danach, was andere Spieler am ehesten hochgelevelt haben und am unehesten, sodass man sich das direkt selber beurteilen kann, was man haben möchte, abhängig davon, was andere Spieler haben. Was auch eigentlich ziemlich, ziemlich cool ist, gerade wenn man bedenkt, dass dadurch man sich nicht mehr überlegen muss, brauche ich eigentlich den Standardangriff, mache ich Standardangriffe, habe meine elementare Fähigkeit, eine eigene Skalierung, swap ich die Figur nur rein für die Ult, hier sagen es dir quasi die anderen Spieler. Die anderen Spieler sind dein Guide und abhängig davon kannst du es dann beurteilen. Und dann noch eine extra kleine Änderung, dass wenn man auf der Character Page ist und die Figur jetzt meinetwegen Level 80 ist und Level 90 bräuchte, um das Talent auf Stufe 9 und 10 zu machen, dann weiß man ja eigentlich nicht, welche Materialien benötigt werden, außer man informiert sich außerhalb, weiß es von anderen Figuren, also wie viele. Und hier sieht man das dann direkt, wenn man quasi Max-Level erreicht hat, dass man weiter weiß, was man farmen muss. Und das hat natürlich positive als auch negative Seiten. Für mich natürlich negativ, dass meine Guides damit obsolet werden, was zum Glück Quatsch ist, weil meine Guides sind nicht nur beste Artefakte, beste Waffe, beste Talenten. Und hier ist euer Guide, bitteschön, meine lieben Freunde, sondern ihr kennt es von meinen Guides, sie sind deutlich detailreicher. Ich gehe deutlich mehr darauf ein, warum sich bestimmte Waffen lohnen, warum sich bestimmte Artefakte lohnen und versuche natürlich auch viel detailreicher da reinzugehen, zu sagen, wie man eine Figur spielt. Das finde ich fast noch wichtiger. Wenn ihr meine letzten Guides gesehen habt, dann ist das How-To teilweise 10 Minuten lang zu den einzelnen Figuren. Und das, finde ich, ist auch die negativste Seite an diesem Feature. Denn es ist sehr, 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 sehr positiv für neue Spieler zu wissen, dass die quasi an die Hand genommen werden, um ins Spiel hineingeführt zu werden. Gerade, wir haben sehr, 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 sehr viel die Main-Zielgruppe von Genshin Impact besprochen, die hauptsächlich Leute sind, die vielleicht mal Non-Gamer waren, die nichts anderes spielen, die eher weniger sich mit Social Media beschäftigen. Das ist so die Hauptzielgruppe, aber natürlich gibt es auch viele, die sich hier mit diesen Videos beschäftigen, die sich mit den Figuren im Detail beschäftigen und ähnliches. Aber die Hauptzielgruppe, die braucht gar nicht mehr als das. Das ist schon mehr als das, was die vermutlich machen. Ich höre ganz, 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 ganz oft von Menschen, die quasi irgendwelche Artefakte-Sets ausrüsten, wo dann Main-Stat, keine Ahnung, für eine Barbara Death drauf ist, statt AP prozentual und man damit super viel Potenzial wastet, einfach nur, weil die Leute quasi Main-Stat haben wollen. Das ist es dann. Und dann haben sie zwar ihren Main-Stat, haben das Ding auf plus 20, aber das Artefakt bringt denen einfach gar nichts. Das heißt, für genau diese Spielerschaft ist es genau das Richtige. Aber für alle, die vielleicht ein bisschen tiefer hineingehen wollen, ist es natürlich deutlich zu wenig. Denn das ist das, was ich gerade meinte, was ich ja versuche mit meinem Guide zu machen. Ich versuche euch ja zu erklären, ey, mit einer Barbara, klar kann man full auf Heal gehen, wenn man das möchte. Und boom, man haut alles um, beziehungsweise man haut nicht alles um, aber man überlebt alles. Das ist auch das, was ich gemacht habe als neuer Spieler in Genshin Impact. Und das gilt vielleicht auch für andere Healer, dass man sagt, ey, man versucht dieses Full-Heal-Set mitzunehmen, auch mit meiner Shichi und ähnliches. Wenn man dann versucht, aber weiterzuschauen, gibt es natürlich teilweise auch ganz andere Alternativen. Eines der besten Beispiele ist eine Reihe, die man sowohl als Hyper-Carry spielen kann und denkt, wenn ihr das 4er-Wappen des getrennten Schicksals-Set, damit sie voll mit ihrer Ult raushaut, oder man spielt sie mit der Methode Dendro und Hydro, damit man dann komplett mit den Blumentechniken alles vernichtet, was auf E0 bzw. C0 nochmal ein bisschen stärker sogar ist als der Hyper-Carry. Und dann braucht man plötzlich ganz andere Artefakte und eher irgendwas, was die Elementarkunde bufft oder auch die Elementarreaktion, wo man dann wieder bedenken muss, möchte man das wirklich farmen, weil das Set nicht so cool farmbar ist und so weiter und so fort. Auch da gibt es wieder so viel zu diskutieren, warum sich vielleicht dieses Paradies-Set lohnen kann, aber auch nicht lohnen kann. Also insgesamt ist das sehr nett für Anfänger, aber für alle, die wirklich das komplett auskosten wollen, sich mit dem
Kampfsystem von Genshin Impact zu beschäftigen, was natürlich immer weniger wichtig ist, was ich persönlich auch teilweise immer weniger mache, ist es ja eher eine Funktion, die davon abrät, ein bisschen Varietät mit deiner Figur zu spüren. Ein bisschen mal zu überlegen, was kann man noch mit der Figur machen, außer nur zu heilen. Kann ich sie vielleicht in einem Bloom-Team auch so einsetzen, dass sie Bloom triggert, wahrscheinlich bei einer Barbara ähnlich, und dadurch mehr Schaden machen. Aber das gilt für ganz viele Figuren, nicht nur für eine einzelne Raiden. Und das kann gerade in Zukunft natürlich uns sehr viel Denkarbeit nehmen. Was aber, glaube ich, wie gesagt, okay ist für den Großteil und für die Hauptzielgruppe für Genshin Impact. Weswegen das für den Großteil und die Hauptzielgruppe für Genshin Impact ein super Feature ist. Vermutlich ich auch teilweise nutzen werde. Ich sehe es schon kommen. Aber so oder so freue ich mich, falls du trotzdem weiter meine Videos schaust. Okay, wir sehen uns heute Abend. Honkai Impact Third Part 2. Die Liebe von Hoyoverse. Mal sehen, was sie da so rausgehauen haben. Twitch.tv/Sonius 21 Uhr. Ich freue mich, wenn jemand dabei ist. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Ich freue mich auch, wenn ihr das Video in Zukunft schaut und sagt, ey yo, Sonius, bei deinen Streams komme ich gerne mal vorbei. Dankeschön und bis zum nächsten Video.